Sie wurde geboren, da begann Hollywoods goldene Ära gerade erst, doch ihre 80 Jahre sieht man Jane Fonda nicht an, die blonden Haare zum Bob gestylt, die Figur schlank wie in ihrer Zeit als Aerobic-Vortrainerin. Fonda wurde Ende der 60er Jahre mit Filmen wie Barbarella zum Sexsymbol, ist einer der größten Stars ihrer Generation und zudem politische Aktivistin. Eine Frau, der man zuhört. Anlässlich der Premiere ihrer Komödie, Beau Club, spricht sie jetzt erfrischend freimütig über das Leben als Oldie. Auch über ein Tabuthema, wenn man alt ist, ist Sex etwas, über das man nicht redet, dessen Existenz man leugnet. In unserer Gesellschaft gibt es diesen Jugendwahn. Und wenn man älter wird, finden die Leute die Idee, dass man Sex hat, ekelhaft. Sie selbst geht seit kurzem nicht mehr, versichert sie, den Laden da unten habe ich dicht gemacht. Grund dafür ist aber nicht die Zahl, die in ihrem Pass steht, sondern die Tatsache, dass sie gerade mal seit einem Jahr von ihrer letzten großen Liebe getrennt ist, Musikproduzent Richard Perry, 75. Über ihn sagte sie mal, ich hatte noch nie so ein erfülltes Sexleben. Manchmal, wenn wir miteinander schlafen, sehe ich ihn, wie er vor 30 Jahren war. Tragisch, der Plattenmogul erkrankte an Parkinson, das belastete die Beziehung mehr und mehr. 2017 trennte sich Fonda nach 8 Jahren von Perry. Keine einfache Entscheidung, doch sie musste sich eingestehen, ich bin nicht gut darin, mich um andere zu kümmern. Heute liebt sie es, Single zu sein, und glaubt nicht, dass ich nochmal mit einem Mann zusammenleben werde. Stattdessen habe sie eine neue Art von Beziehung für sich entdeckt. Inzwischen weiß ich, dass nichts so wichtig ist wie die Freundschaft unter Frauen. Viel wichtiger als Sex. Zu ihren engen Vertrauten zählen Lily Tomlin, 78, Co-Star der Netflix-Serie, Grace and Frankie, und Diane Keaton sowie Candice Bergen, beide 72, mit denen sie in Beau Club zu sehen ist.